Willkommen zurück zu Dark Souls 2 und ja, ich habe hier jetzt mal einen gerufen. Ist glaube ich wieder derselbe. Ja. Der schlägt die Hände schon über den Kopf zusammen und denkt sich, oh Gott, er schon wieder. Ja, was soll ich machen? Alter! Dieses Dreckszeug. Das ist nämlich das, was die Ausrüstung zerstört. Also vorgehen. Ich will da nicht. Ich bin echt zu überfordert, ey. Könnte ich dann vielleicht den da drüben? Ah, ich Dummkopf. Den hätte ich doch schon lange mal eliminieren können. Kam da oben jetzt auch noch was? Dann sag er. Kriege ich den vielleicht auch von hier? Ne, den kriege ich nicht von hier. Kriege ich leider nicht von hier. Der hat die mal so leicht weggedonnert. Oh, guckt euch das an. Alter Schwede. Wie der. Jetzt müsste allerdings hier eine Invasion kommen. Wenn wir gleich. Und hier an dem Bild sollte er nicht rangehen. Da kriegt er. Ja, kriegt er verflucht. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. So, der geht jetzt voran. Und tötet für mich schon mal alle. Die mir hier auf dem Weg. Wir tun hier die Gegend aber nochmal genauer untersuchen. Gamaschen. So, er wollte mich bestimmt darauf hinweisen, dass hier eine Leiter runtergeht. Könnte ich wetten. Aber das wusste ich natürlich auch schon. Ich weiß jetzt nur nicht, ob hier. Ach nee, er geht da hinten. Denn hier haben wir eine geheime Wand. Und ein weiteres Leuchtfeuer. Ich tue es nur aktivieren. Falls wir jetzt nochmal sterben sollten. Und hier hinten haben wir auch noch ein Item. Seele eines Kriegers. So, normalerweise müsste ich jetzt hier noch eins tiefer gehen. Aber ich gehe erstmal, ich denke mal, der wartet. Das werden wir nachher uns anschauen. Ich gehe erstmal, ich will den nämlich bei dem Boss mit dabei haben. So, ich wurde jetzt gar nicht invasiert, ne? Komischerweise. So, mit der Königin werden wir nachher reden. Die sitzt da. Wir können ja jederzeit zurückgehen. Machen jetzt erstmal den Boss. So, dann Boss Time. Ja, und das sind die Drachenreiter. So, und ich will eigentlich den da oben. Ach, den macht er jetzt. Alter, mach doch mal den hier. Okay, warte mal, dann werde ich mich um den kümmern. Könnte ich den eventuell. Au! Ja, man muss hier auch aufpassen. Den anderen hat er schon tot. Ist ja Wahnsinn. Oh, wie der mich. Der haut richtig rein. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. So, ich muss aber auch mal was machen hier. Der hat eine Reichweite, wa? Und das war's schon mit dem. Yay, Alter. Danke. Habt ihr gesehen, was die für einen Schaden gemacht haben bei mir? Ja. Da winke ich doch. Und irgendwas habe ich gerade noch gekriegt. Das habe ich wieder zu schnell weggedrückt. Juhu. Uiuiuiui. So, jetzt können wir auch das Leuchtfeuer mal schnell da anmachen. Oh, guck mal, wer da sitzt. Der Bernhard. Ja, wir haben aber hier noch einiges vergessen. Also gehen wir nochmal zurück. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum hier ich nicht wieder nicht invasiert wurde. Normalerweise kommt hier, also hier nicht.
Aber es kommt hier noch jemand eigentlich. So, wir reden mal hier mit der Königin. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranlake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Hmm. Visit Vendrick. Ja, früher oder später müssen wir das sogar. We have no need for two rulers. Oh, heißt das etwa, wenn ich ihren Mann beseitige? Ist sie dann an meiner Seite? Hat sich das gerade angehört. Jetzt sagt sie nichts, aber was mir hier gerade mal auf, deswegen habe ich gerade den Bogen, mir fällt das erste Mal auf, dass ja da rechts und links auch noch, sind das jetzt Wächter noch, die daneben stehen? Oder ist das irgendwie nur so eine irgendwas Deko-mäßiges, oder sind das Personen, die da noch stehen? Hm, sehen jedenfalls gleich aus. Naja. So. Ja, den Kampf alleine wär ziemlich schwer gewesen. Licht voraus. Licht voraus. Ja, gut. Wär ziemlich heftig gewesen. Finde ich jetzt. Irgendeiner hat hier doch gerade noch geschossen, ne? Deswegen spucken die Dinger. Das gucke ich gerade mal. Kann doch nur von hier unten gewesen sein. Da steht nämlich... Ach, da steht einer. Seht ihr den? Kriege ich den von hier oben anvisiert? Ah, ich kann leider nicht darauf. Ne, geh mal runter. Ja, der schießt natürlich jetzt immer gegen die Drachen. Hör auf damit, du elender Bastard. Und da sehen wir wieder, wo wir hergekommen sind, da hinten. Sieht schon richtig geil aus. Jäger, Schwarzbogen und Eisenpfeile. Ja, Bogen habe ich ja jetzt, aber danke für die Eisenpfeile. Ich glaube, der Jäger Schwarzbogen, der schießt weiter. Aber ich glaube, mein Magiebogen, der schießt auch 100 oder so. So, jetzt sind wir hier wieder. Und ich wollte ja da unten in die Brühe noch rein. Das heißt, da das Zeug ja, ja, alles entfernen, ne? Nackig machen. Ja, ist jetzt blöd wegen die Ringe, aber wir sind ja dann am Feuer sowieso. So, dann können wir hier nochmal runter und können jetzt hier ein schönes Bad nehmen. Wenn er da mit Rüstung, Elisabeth-Pilz, wenn er da mit Rüstung reingehen solltet, die geht komplett kaputt. Auch alle Ringe und so. Das wird dann richtig teuer. Und hier nackig könnt ihr quasi so lange hier drin rumschwimmen, wie ihr wollt. Auch eine Rolle machen. Yay. Hier haben wir noch eine Kiste. Ja, eine Rostrohne, 3 Stück. Ob sich das jetzt... Na gut, der Elisabeth-Pilz ist schon geil. Weil der ja auch richtig lange... der tut einen ja auch richtig lange Leben wiedergeben. So, ich hoffe mal, ich weiß jetzt noch alles. Hier hatte ich den drin, genau. Hier hatte ich den Ring der Klingen drin. Hier war der Chlorantinring drin. Und hier...
Genau, wegen der Ausrüstung. Den Ring. Zauberstab. Ja. Plus 10. Und mein Schwert. Das wird noch stärker. Oh, das Schild. Der Bogen. So, dann hatten wir hier die Maske. Ah ja. Die Maske, die ja gleichzeitig auch Dings wiedergibt. So, dann hatte ich hier... wo habe ich das denn? Ist es das? Höhlenmagier? Nee, das ist es nicht. Schwarzes Gewand, genau. Die Handschuhe, da hatten wir ja die vom Nahen. Und hier hatten wir die auch vom... schwere Stiefel. Ich suche eigentlich die schwarzen, ja, genau. So. Ja, alles wieder ausgerüstet. Wunderbar. Ja, dauert ein bisschen, sich da komplett auszuziehen und wieder anzuziehen. Ah, jetzt müssen wir hier wieder durch. Ja, ja, war ja so klar, die ganzen Kackmasken hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, was das mit dem Bild auf sich hat, Vorsicht vor Fluch, ja, stimmt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da auch mit dem Schwert schon draufgehauen mal gehabt, aber ist nichts passiert. So, und hier sollte normalerweise, also wenn ich hier nach vorne gehe, sollte hier normalerweise, sollte ich normalerweise invasiert werden. Ja, passiert aber nichts. Einen einzigen hatten wir bis jetzt, ne? Glaube ich. Ne, im Loch unten war einer. Ne, zwei hatten wir, glaube ich. Naja. So. Ja, und die Bane-Bosse habe ich übrigens noch nie alleine gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich die alleine schaffen würde. Da habe ich immer mehr Hilfe mitgenommen. Also eine Hilfe. Der hat aber jetzt richtig gut reingegangen. Ich glaube, hier... in dem Schloss hier, die ganzen Gegner, die sind alle irgendwie blitzempfindlich. Aber hier liegen erstmal ein Haufen Schätze rum, ey. Voll die Schatzkammer. Aber wenn man mal überlegt, das sind ja jetzt bloß die Ränder. Ob das Ding mal voll war hier mit Gold und so? Keine Ahnung. So, dann reden wir doch erstmal mit Bernhard. Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. The legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations, and only a real man can wield it true. I may face any man, or a man, or beast, but none shall be a match for my sword. Ja, dann könnte es mir doch gleich geben, ne? Müssen wir doch nicht erstmal, aber ich glaube, er muss noch erst, einen Kampf hat er erst mitgemacht, oder? Ich glaube, ja. This land is a right mess, eh? King's gone. The people of our... mad glint in their eyes. The land itself is overrun by terrible beasts. No better place to test my sword, eh? This land is a right mess, eh? Ah, jetzt wiederholt er sich, okay. No better place. Oh.
Okay, ich hoffe mal auch, dass er die anderen Kämpfe überlebt, weil ich will das Schwert haben, weil ich habe keine Lust, die blöde Spinne auf New Game Plus zu machen. So, hier gibt es zwei Wege. Haben wir uns denn schon mal... Nee, wir haben uns noch nicht hingesetzt. Setzen uns erstmal hin. Wir sollten noch erstmal nach... Genau. Ist ja immerhin ein Level, glaube ich. Vielleicht zwei, wenn ich noch Seelen habe zum... Ich glaube, ein oder zwei Seelen hatten wir hier gefunden. Kommt natürlich in Intelligenz jetzt erstmal rein. So, hatten wir dann irgendwelche Scherben noch gefunden gehabt? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Wir können das ja mal prüfen. Die Tochter werde ich jetzt nicht anquatschen, weil ich glaube... das dauert noch. Nee, mein Schwert nicht. Was ist denn das für ein Prügel hier? Ach, das ist das Großschwert des Schwarzen Ritters. Das müsste man mit Glitzer-Titanit. Aber macht Feuer? Genau wie das hier, ne? Ja, ungefähr beide gleich gut. Nur, dass das 22 Kilo wiegt und das 18 etwas leichter ist. So. Ach nee, das Schild hatten wir ja auch schon auf volle Pulle. Und den Zauberstab ja auch. Okay, ich wollte ja wegen Klamotten gucken. Und hier waren Brocken. Ja, die Handschuhe, die, nee. Okay, da fehlt uns noch einer. Okay, dann können wir hier nichts machen. Dann gucken wir mal. Ich könnte das ja vorher schon mal ausrechnen. Knapp 20.000, also bräuchte ich 40.000. Wie viel habe ich? Ah, da müsste ich richtig gute Seelen haben. Guck ich mal, was habe ich denn für Seelen? Tapferer Krieger. Große Seelen ist Tapferer Krieger. Oh ja, das könnte gehen. Ich glaube, die gibt alleine schon 20.000. Vielleicht reicht die ja auch. Machen wir. 10.000, okay. Dann reicht die natürlich nicht. Dann müssen wir die noch nehmen. Jetzt reicht's aber. Dann können wir die uns noch aufheben. So, die Intelligenz bitte zwei höher. Wie viele Lebenssteine habe ich noch? Ja, es reicht. Diesmal lassen wir mal die Seelen. So, ich hatte doch... mir ist... ich überlege gerade... Ah, erstmal aber später. Wir machen da erstmal weiter. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, schon alle Leuchtfeuer aktiviert, die es hier gibt. Wir wollen dahin. Kruderstein. Da ist das Turmschild. Das ist ja das, was wir haben, ne? Ja, das ist schon richtig gut. So, wie gesagt, zwei Wege. Er ist jetzt weg. Genau. Was schreibt er hier? Scheinbare Wand voraus. Ne, das stimmt nicht. Da ist keine scheinbare Wand. Zwei Wege. Wir gehen hier den Weg lang, weil wir da dann wieder zurückkommen. Also wieder herkommen. Also gehen wir hier lang. Oh, hier ist ein fettes Loch. Schön aufpassen. Hier ist eine Leiter. Und hier, glaube ich, kommen wir noch nicht rein. Nee, verschlossen. Also gehen wir erstmal die Leiter nach oben. Hallo, wie weit noch? Ja, endlich angekommen. So, was schreiben die denn hier?
Stille. Ach ja, das war ja wieder so einer. Da kann ich gleich mal... Wieso habe ich denn hier nur 10? Habe ich mich nicht ans Feuer gesetzt gehabt? Ach. Und ich komme hier gar nicht mal hoch. Scheiße. So, ich glaube, wir müssen jetzt... der da hinten braucht unbedingt... Ich will jetzt aber nicht zu viele aufwecken. Zwei werden immer aufgeweckt. Ja, drei hier gleich. Jetzt habe ich mir selber... Jetzt habe ich es mir selber versaut. Au, 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 au. Wie soll man das auch machen, wenn die alle aufstehen? Ja, man muss da auf der einen Seite bleiben, ne? Oh. Wieso alle klappern? Ich frage mich gerade, ob ich die Tür aufmachen kann, die da war. Dass ich mich mal zurückziehen kann. Aber dann kann ich jetzt wenigstens die Zauber nochmal einstimmen. Die sind ja durch das Ausziehen und Anziehen, abhanden gekommen. So, da wollte ich... Ja, kommt er noch rein. Und er noch rein. Ich weiß jetzt gar nicht. Die waren hier jedenfalls total blöd, ne? Finde ich jetzt. Also, die brauche ich gar nicht erst ausprobieren. Was ich gerne natürlich noch reinnehmen würde, wäre der hier. Aber die können wir erst, wenn wir auf 40 sind. Es sei... Ich tue zu den einen Händler gehen und das runtersetzen, ne? Weil die durchschlagen ja, wie gesagt, wenn mehrere Gegner hintereinander stehen, durchschlagen diese Pfeile ja. Vielleicht sollte ich aber 45. Vielleicht sollte ich hier mal die Seelenmasse reinnehmen. Die war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, und diese hier, die kann man, finde ich jetzt, ich zeige euch die aber alle noch, ne, wie die funktionieren. Ja, ich glaube, ich nehme die einmal diese Masse mal mit. Haben wir 30, 30 und die Masse. Okay. Ui. Ja, ja. Seelen waren es ja jetzt fast gar keine, ne? So ein langer Weg hier hoch. Und ich dachte, das verändert sich erst später. Aber dabei ist das hier schon... Ja, weil wir müssen unbedingt... den da zum Leuchten kriegen. Ich will aber mal gucken, ob ich die Tür aufkriege eventuell. Dann könnte ich schon mal ein paar beseitigen. Genau. Schneller, schneller, schneller. Jups. Und dann lasse ich mir nämlich einen übrig. Alter, die schlagen durch mein Schild durch. Was ist denn hier los? Der bleibt wieder. Oh, ein Zauber wirkt ja mal gar nicht. Ich glaube, da muss ich mit dem Schwert schweren Angriff machen. Ja, schweren Angriff, da tut er ja gleich so nicht von oben nach unten, sondern wenn mehrere sind. Aber dass jetzt drei aufstehen... Okay, ich hätte die nächste Tür auch noch aufmachen müssen. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Und dann gehen die nämlich zurück. Und dann kann ich die einzeln. Mit dem Schwert natürlich. Hm.
Das Geräusch ist ja mal Hammer, wenn man eine Leiter hochklettert. So. Ja, die Seelen sind eigentlich egal, aber kann ich die aufheben? 0 Seelen bitte? Ja, danke, danke für 0 Seelen. Ich muss die nächste Tür nämlich auch noch aufmachen. Hier sollen sie auch gar nicht rumhauen, wegen die, genau. Hier kann ich rein. Ich weiß gar nicht, ob die hier überhaupt herkommen. Oh ja, die kommen hierher. Seht ihr? So minimiert man das schon mal. Was war das jetzt gerade? Mann, ich soll dich so schnell wegdrücken. Sag mir nicht scheinbare Wand schon wieder. Da ist keine. Und jetzt haben wir die wahrscheinlich geweckt hier, aber das ist nicht so schlimm. Die bleiben ja da an der Stelle. So, öffnen wir mal die Kisten schon mal. Glocke und Seelengroßschwert. Ist auch ein Zauber. Ich glaube, 29 verschiedene Zauber gibt's. Hammer des alten Ritters. Ja, Hammer. Finde ich jetzt nicht so gut. So, ich muss aber immer noch. Sonst geht der Fahrstuhl, kommt der Fahrstuhl nicht runter. Jetzt haben wir die drei weg. Das sind ja gleich 4. Oh. Und ich muss den hier töten. Damit. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Ich glaube, das reicht schon. Die Seele kriegt jetzt der. Renne weg, renne weg. Kamera. Wo bin ich? Wow. Erstmal weg. Was trinken? Komm her, du Sau. Ah, wieso habe ich den nicht getroffen, ey? Dass die auch einfach meine Dings durchstoßen können, mein Schild. Das sind die Speere. Jetzt kommt jedenfalls der Fahrstuhl. Aber aus Rache werde ich die jetzt auch noch töten. Mir egal. Kommt mal immer ruhig Blut, ja? Aha, Ausdauer, 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 Ausdauer. Und jetzt ist der Fahrstuhl nämlich runtergekommen. Ist nämlich sehr wichtig, dass er das hier dreht. So, hier hatten wir ja alles. Hier gibt es auch keine scheinbare Wand. So, der Raum. Ja, den machen wir am besten im nächsten Part. Jetzt in diesem Part habe ich mich ja einige Male scheiße angestellt. Aber so ist Dark Souls, ne? Also, ich glaube, ich würde das auch nie so perfekt hinkriegen, dass ich Dark Souls einmal durchspielen kann, ohne einmal zu sterben. Nee, nee. Also, ich glaube auch nicht, dass das irgendein anderer, ne? Also ich will jetzt nicht, also ich weiß es ja nicht, ne? Vielleicht hat es ja einer geschafft. Oder wenn es einer von euch geschafft hat, dann schreibt es mir mal rein. Aber bitte nicht schummeln, ne? Also wenn, dann also hohen Respekt, wenn ihr dann wirklich so technisch spielt, dass ihr wirklich noch nie, ich meine jetzt aber durch Kämpfe, ne? Also runterfallen ist ja eine andere Sache. Die zählen ja eigentlich nicht. Sowas kann ja immer mal passieren, beim Springen oder so. Ich meine jetzt nur durch Kämpfe. Ne? Das... Also, wenn es da einen von euch gibt, also dann Respekt. Ne? Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.